Wir befinden uns im Stadtmuseum Groß-Gerau und wollen etwas über die jüdische Geschichte in Groß-Gerau erfahren. Der Museumsleiter, Herr Volkmann, ist ein Experte und gibt uns Auskunft über die Gründungsgeschichte Groß-Geraus. Groß-Gerau hat sich 1398 die Marktrechte erlangt, 1663 die Markt- und Stadtrechte erneuern lassen und sich die Erlaubnis geholt, die damals ansässigen, hier in Groß-Gerau ansässigen Juden aus der Stadt zu jagen. Und deshalb gucken wir uns diese Stadtrechtsurkunde von 1663 jetzt mal an. Wir haben um 1920 ca. 6000 Einwohner hier in Groß-Gerau und es waren ca. 150. Die erste Synagoge oder ja eine eigenständige bauliche Synagoge, die stand dann draußen am heutigen Europakreisel. So sah das Ganze aus. Das ist das Synagogengebäude. Hier können Sie die Stadtkirche identifizieren. Weitere Erinnerungsmerkmale für die jüdische Vergangenheit in Groß-Gerau finden wir auch in Form von Stolpersteinen. Insgesamt 75 Stück vor 18 Häusern. Zum Beispiel von Familie Kahn am Sandböhl, wo heute das Kaufhaus Braun steht. Und Kahn war dafür bekannt, dass er sehr innovativ war. Er hat zum Beispiel den Ratenkauf hier in Groß-Gerau angeboten. Das war was relativ Neues. Eine jüdische Gemeinde gibt es heute in Groß-Gerau nicht mehr. Vom jüdischen Leben der Gegenwart kann uns jedoch Frau Kunig als aktives Mitglied und Zeitzeugin aus der jüdischen Gemeinde Frankfurt am Main berichten. Sie ist überzeugte, rabbinisch gelehrte Jüdin. Ich will vielleicht mal am Sitz der Frauen in der Synagoge die drei großen Strömungen erklären. Das ist einmal, ich sage, die traditionell orthodoxen. Und wenn man in die Synagoge kommt und sieht eine Frauenabteilung, also einen Balkon, aber eben abgetrennt vom eigentlichen Geschehen. Wir haben auch noch die orthodoxen. Dort sitzen die Frauen meistens hinter einer Wand. Und dann haben wir jetzt seit 22 Jahren, gab es eine große Bewegung, eben zu gucken nach einem Gottesdienst, der sich anders gestaltet, und zwar Männer und Frauen gemeinsam. Und daraus hat sich in Frankfurt am Main der egalitäre Minyan gebildet, gegründet vor 22 Jahren, und wir haben eine Rabbinerin. Aber nicht nur das, sondern Frauen, wir können aus der Tora-Rolle lesen. Frau Kunig berichtet außerdem, dass die jüdische Gemeinde in Frankfurt auch im Rahmen weiterer Projekte aktiv ist, wie zum Beispiel mit dem Witzow-Bazar, bei dem sich Frankfurter Frauen engagieren. Die erste Witzow wurde wohl gegründet 1907. Die Witzow heute ist weltweite Frauenorganisation, die Spenden sammelt, um in Israel Frauen zu unterstützen. Aber es ist eben ein Frauenverein, wo nur ein Drittel der Frauen jüdisch sind. Wir haben in Frankfurt die Jüdische Volkshochschule, Vorträge auch über die Frauen im Judentum, die Entwicklung der Frauen, Hebräischkurs. Es gibt Exkursionen, die Jüdische Kulturwoche, Filme aus Israel. Wir haben Filme mit jüdischen Themen, wir haben Diskussionsabende, wir haben Lesungen von jüdischen Schriftstellern, wir haben jüdische Musik. Der erste Spatenstich ist getan worden, 2021. Und dann soll dieses wunderschöne Gebäude fertig sein von der Jüdischen Akademie Frankfurt am Main. Wie für jede Gemeinde sind solche Veranstaltungen wichtig für die kulturelle Verständigung. Die Gegenwart gibt viele Anlässe dafür, Verantwortung zu übernehmen, sich zu erinnern, aufzuklären und das gegenseitige Verständnis aufrechtzuerhalten.